Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge der Schalke 04 Karriere in FIFA 23. Saison Nummer 1 ist zu Ende. Drama pur. Schaut's euch an. Zweite Liga, DFB-Pokal. Wir haben sogar schon einen Transfer für die neue Saison gemacht. Checkt's ab. In der nächsten Folge werden wir den Kader für die neue Saison zusammenstellen. Ob es dann in Liga 1 oder in Liga 2 ist, das werdet ihr in der Folge sehen. Eskaliert mit den Likes. Nächster Karrierestream ist am Mittwoch. Also da sehr gerne vorbeischauen, Freunde. Heute Abend, wenn ihr seht, 18:30 meine Fußball-Talkshow. Ed Broski auf Twitch vorbeischauen. Heute Abend bin ich live. Wir reden über die ganzen Transfers, über Saisonvorbereitung, mögliche erste Prognosen für das neue Fußballjahr. Also abchecken, Freunde. Heute 18:30 Ed Broski. Ihr könnt sogar wieder Sachen gewinnen, einfach nur fürs kostenlose Zugucken. Kommt ganz wichtig und richtig. Also heute Abend einschalten. Jetzt viel Spaß bei dem Karrierevideo und Transfervorschläge für die neue Saison gerne in die Kommentare. Viel Spaß. Rüdiger Rammel ist zurück. Digga, und ich krieg direkt einen Nachtritt. Kommt Salazar bei Leicester gut zurecht. Ich krieg direkt einen Nachtritt. Das erste, was ich sehe, ist ein Beitrag über Rodrigo Salazar, der uns verlassen hat bei Leicester. Nach seiner bisherigen Leistung gefragt. Die Fans sind nicht allzu beeindruckt von der Neuerwerbung. Siehst du mal, Rodri. Also, wir gucken mal ganz kurz rein. Tabellarisch sieht es aktuell so aus. Hamburg alles. Das ist komplett geisteskrank. Digga, was die hier für eine Saison spielen, da können wir nicht mithalten. Wir müssen halt leider um Platz 2 schwitzen. Vor allem, warte mal. Es sind noch 6 Spiele. Digga, einfach, wenn Hamburg das nächste Spiel gewinnt, sind die Meister. Dann sind die einfach Meister. Oder bin ich blöd? Ja, mit der 90-Punkte-Saison ist nichts geworden. Aber dafür, aha, Finale. Oh, Finale. Okay, wir dürfen es nicht jinxen. Wir dürfen es nicht jinxen. Bruder, wie krank wäre ein Revierderby im fucking DFB-Pokalfinale? Hallo, Zentrale? Ziele. Nachwuchsentwicklung. Verpflichte mindestens 3 Spieler unter 20 Jahren mit einem Potenzial, das den Durchschnittsgesamtwert der aktuellen... Ja, okay, chill. Erhöhe die Spieler. Ja gut, ich habe halt auch die scheiß Spielergehälter erhöht, ne? Ha, ist schwer, ist schwer. Es tut mir auch leid. Egal, solange wir aufsteigen, sollte es passen. Ich hoffe. Wette machen. Erstes Spiel vom Stream heute. Matriciani 74 übrigens hier, ne? Auf dem Weg zur Goldkarte. Lassme muss von Anfang an. Sorry, Hollerbach. Sorry, mein Freund. Lass Uedraogo keine Elfer schießen. Ey, der ist crazy gut bei mir. Uedraogo, ne? Der hat einfach jetzt schon 9 Scorer in seiner Debütsaison. Brosinski als Kapitän. Und guck mal, was der Stindl da vorne macht. Gehen wir rein. Oh, come on, come on, come on. Wir brauchen den Sieg. Aktuell kriselt es ein bisschen bei den Schalkern. Ja, perfekt. Nee, super. Nee, perfekt. Nee, perfekt. Nee, top. Simon! Ja! Alles gut! Alles gut! Alles gut! Alles gut. Der 26. Saisontreffer, glaube ich. Terodde. Appelkamp, Winterneuzugang, Junge. Wer ist Rodrigo Salazar, Chat? Kennt ihr den? Ich kenne ihn nicht. Weiß nicht, wer das ist. Spielt in der zweiten englischen Liga. Finnish Player bei einem Finnish Club. Oh, was ein Ball! Holy shit, Junge. Terodde mit der Vorlage für Karaman. Es läuft, es läuft, es läuft, es läuft, es läuft. Oh, big. Oh, Karaman. Uedraogo, Karaman! Kenan Karaman mit dem Doppelpack und wird zur Belohnung ausgewechselt. Der Mann hat Feierabend. 4-1, Junge. Stark, Alter. Ja. Ja. Ja, lass me. Bing Bong! Miep, miep. Der Roadrunner ist wieder da. 5-1, Junge. Oh, das ist richtig strong. Das ist richtig strong. Chat. Klaps hier rein, Junge. Brian Lassmann mit seinem 10. Saisontreffer. Hamburg hat verloren. Ich sag, Meisterschaft ist noch drin. Hamburg hat verloren. Oh, und Hertha hat unentschieden gespielt. Hertha hat unentschieden gespielt, Chat. Das ist nice. Das ist richtig gut. Was machen die Jugendspieler? Ist da einer 16 geworden? Digga, Linus Richter. Boah, 67 mit 15. Stört. Ich weiß gar nicht, wo ich ihn trainieren soll. Ja, die Frage ist halt, was machen wir jetzt? Schonen wir ein bisschen? Ich glaube, ich mache mal Drexler für Appelkamp. Wobei Bochum ist halt Erstligist. Ich glaube, ich werde mit Polter von Anfang an gehen und Terodde für die für den Pokal schonen. Ich werde ein bisschen reinrotieren. Und da Vollerbach auch von Anfang an. Come on, Alter. Seit wann ist denn so Bodka 10er? Let's go. Stark, Junge. Seguin. Let's go. Vorlage Polter. Ganz, ganz wichtiger Start. Das ist einfach eine Pflichtaufgabe. Das müssen wir gewinnen. Ist scheißegal wie. Das muss nicht besonders
muss nicht sonderlich schön sein, aber halt so ein bisschen unsere Jungs, die erste Garde für den Pokal schon. Aber wir haben ja Leute aus der zweiten Reihe, ne? Polter kann ja auch was. Und Seguin auch, der gerade getroffen hat. Appelkamp gegen Ex-Verein und er trifft sogar fast. Stark. Oh, mach ihn doch, Junge. Wenn du ihn machst, Polter, haben wir nach 20 Minuten schon unsere Ruhe. Fährmann, stark, Junge. Fährmann, so safe Team of the Season, der hat uns so den Arsch gerettet in so vielen Spielen. Appelkamp, Hollerbach. Appelkamp gegen den Ex-Verein. Und ich sag, der hat einen Gritty gezündet. Let's go. Junge, das ist so wichtig. Einfach Pflichtaufgabe im Aufstiegsrennen hier erfüllen. Mehr will ich doch gar nicht. Ich sag auch, der hat richtig dreckig gejubelt. Auch gleich schon die ersten Wechsel reinmachen. Drechsler rein. Karaman Schonig. Brunner kriegt eine Pause. Keke. Ich probiere mal was aus. Und zwar schone ich auch Lasme für den Pokal und mache einfach Keke, Polter, Doppelsturm. Ja. Komm, Polter. Lass es poltern da vorne. Ja, es poltert! Es poltert! Es poltert! 0-3, Junge. Ey, wir sind aber gerade wirklich, wir sind gut drauf, ey. Mit so einer halben B-Elf hier ganz souverän 3-0-Sieg, Gewinn. Ich will es noch nicht jinxen, aber es sieht halt wirklich sehr gut aus. Das ist strong, Junge. Matriciani kriegt nochmal seinen verdienten Applaus. Ja, kriegt doch keinen verdienten Applaus. Wir spielen nämlich wieder nicht zu 0. Belastend, Digga. Oh, Jan und Jalla. Oh, Jan und Jalla! Polter? Was ist da los? Oh nein, ich hab's gejinxt! Männer, Zeitspiel? Hallo? Hallo? Geh zur Eckfahne, Domme! Ich hab gesagt, Eckfahne. Es ist ein bisschen unnötig spannend nochmal geworden, aber es ist ein Pflichtdreier, wir haben den mitgenommen. Hamburg unentschieden gegen... Boah, das ist ja krank gut für uns. Ey, Hamburg unentschieden gegen Hertha ist krass gut für uns. Also ich meine, die werden wir sowieso nicht mehr einholen, woher 13 Punkte. Aber wir sind 6 Punkte vor der Hertha. Einfach Terodde auch Top-Torjäger im Pokal. Timo Werner ist Top-Torjäger in der Champions League vor Jimenez von Union Berlin. Ach so. Digga, existiert Erling Braut Haaland in dieser Karriere nicht, oder was? Er hat hier eine Haaland gefunden, ich finde ihn. Vor 106. Hier ist gar kein Haaland drin. Die Immobile von PSG hat 4. Haaland einfach verschwunden, ne? Ernsthaft? Willkommen zur Pressekonferenz. Willkommen, willkommen. Und alle setzen auf mich. Seid ihr verrückt? Glauben Sie, Sie können gegen Bochum gewinnen? Wir werden überlegen sein. Bochum ist ein Finish Club. So, Pokalfinale. Ja, kommen wir ins Pokalfinale. Nein, wir werden auch Bochum schlagen. Zuletzt hat ihr Team... Ach, was für Formschwankungen. Wir werden allen zeigen, was wir können. Let's go. Let's go. Let's go. Wenn die platt sind, kommt Lasme rein und rennt 36 km/h. So, ultimativ 6 Minuten. Wettkampfmodus ein. Ja, passt. Denk auch an die Liga, danach geht's gegen Hamburg. Bruder, scheiß drauf. Wir können ins DFB-Pokalfinale einziehen. Junge, wir gehen rein! Boah, guck dich das an. Ganz Gelsenkirchen auf den Straßen. Die Felddienstarena ist bereit. Come on! Pokal-Halbfinale auf Schalke! Mit einer Choreo! Mit einer Choreo! Man hört schon! Berlin! Berlin! Wir fahren nach Berlin! Sind schon angezündet! Simon Terodde! Top-Torjäger des DFB-Pokals! Vor Dux! Vor Jimenez! Vor Haller! Da stehen sie! Simon Terodde! Marius Müller! Shake hands mit den Schiedsrichtern. Mit den Unparteiischen. Henning Matriciani geht voran. Und die Bochum haben unsere scheiß Trainingsanzüge geklaut. Da ist halt auch ein Small Club, was soll ich euch erzählen? Unsympathischer Philipp Förster hier. Sehen wir. Guckt schon so ein bisschen stressig. Aber ist okay. Wir gucken auf die Startelf der Schalker. Rüdiger Rammel stellt folgende Mannschaft auf den Rasen, um ins Pokalfinale einzuziehen. Matriciani, Nagalo, das eingespielte Du, Schallenberg, Uedra Ogo, Winterneuzugang, Appelkamp und Brian Lasme, der 10-Tore-Mann aus Liga 2, sitzt erstmal nur auf der Bank. Ist das eine taktische Rüdiger Rammel Masterclass? Bei den Bochumern, Kevin Schlotterbeck in der Startelf. Sein Bruder hat jüngst gesagt, auf Schalke finden keine Topspiele statt.
Es liegt an uns, heute das Gegenteil zu beweisen. Die Schalker stoßen an! Thomas Ojan. Top-Vorlagengeber der zweiten Liga. Und Youngster Asan Ouedraogo. Ah, Asano. Oh, Ojan macht das ganz abgeklärt. Kontermöglichkeit vielleicht. Nee. Nee, Terodde gegen seinen Ex-Verein. Versucht dann Sprint anzusetzen, aber. Nee, kann er nicht mehr. Der Mann ist. Fass ein Ball auf Asano! Henning! 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 Asano! Müller! Boah, Holtmann. Boah, Bochum kommt! Bochum kommt! 0-1! Die Bochumer führen auf Schalke. Und Marius Müller kriegt die kurze Ecke nicht zu. Madi Kamara. Rüdiger Rammels taktischer Plan. Bis jetzt in die Hose gegangen. Boah, die Bochumer zaubern. Und setzen nach, Brunner. Karaman. Karaman, super Ball auf Dominik Drexler. Simon Terodde läuft mit. Dominik Drexler. Terodde. Ausgleich. 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 Die Schalker sind zurück. Simon Terodde. Der Mann mit der 9. Ganz, ganz starker Ball von Kenan Karaman. Wunderbare Übersicht von Dominik Drexler. Und Simon Terodde. Rüdiger Rammel applaudiert. Der Top-Torjäger aus Liga 2 und aus dem DFB-Pokal. Boah, und Schallenberg. Kann es der Doppelschlag geben? Schallenberg! Drexler! Mach ihn! Drex! Wir haben Standardgott Thomas Ojan mit dabei. Ah, schade. Boah, Holtmann gegen Matriciani. Simon Zoller. Simon Zoller vorbei. Simon. Nein, nein, nein. Nein, ey. Marius. Und es ist Philipp Förster. Was macht Müller? Marius Müller. Ah. Kriegt die Pranke nicht hoch. Und Ouedraogo. Appelkamp. Ouedraogo. Ouedraogo. Asan Ouedraogo, der 17-jährige Wunderknabe! Alter! Was? Was ein Traumtor! Was ein Traumtor! Asan Ouedraogo! Und alle Karten sind neu gemischt. 2-2. Alter, was ist das für ein Spiel? Kann man bitte einer ganz kurz checken, ob der Mann eine Ausstiegsklausel hat bei uns? Wenn der eine hat, direkt rausstreichen. Nein, 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 Asano. Henning. Ah, nein, nein, Müller. Mann, Marius. Ich mach sie jetzt auf, die Torwart-Diskussion. Also, Henning geht natürlich auch wirklich, der rutscht zurück in seinen Massagekurs. Klar, verstehe ich. Aber Marius. Stark, Kenan, stark, Kenan. Terodde. Appelkamp. Nein. Ich bringe mit Ojan. Die ist gut. 3-3 und Schalke ist wieder zurück. Simon Terodde, der Mann mit der Nummer 9, den kriegst du nicht tot. Du kriegst ihn nicht tot. Ojan Terodde Yalla ist salonfähig, auch 2023. 3-3. Ey, was ein Spiel. Was ein Spiel, Alter. Boah, Junge. Hilfe. Was jetzt mit... Oh, Henning! Stark, Junge. Da muss verzögern und verzögert zu lange. Matriciani gegen Asano. Henning Matriciani! Halb Mensch, halb Glatze, aber 100% Qualität. Kontermöglichkeit. Kenan Karaman. Zieh, Junge. Zieh, Junge. Kenan Karaman. 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 Kenan Karaman. Die Arena bebt. Kenan Karaman. 4-3. Was für ein Lauf von Kenan Karaman. Und jetzt bitte, bitte, bitte hinten dicht halten. Karaman auf rechts. Lass mir rein. Ja, und Ouedraogo war ein bisschen überspielt.
Seguin. Nee, ich kann Tirode nicht runternehmen, ist zu wichtig gerade. 24 Minuten Zeit für den VfL Bochum. Kunde Malong auf Stöger. Henning Matriciani. Seguin. Und Lassme. Und da sind 36 km/h. Die stehen drauf und die sind drin. Lassme! 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 Es geht nach Berlin! Es geht nach Berlin! Brian Lassme! Digga, wie heftig ist er bitte? Wie heftig ist der bitte? Bochum wechselt, Holtmann raus. Ey, das Stadion bebt. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Nein, nein, Müller, 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 Müller! 5-4. Was ist das für ein Pokal-Halbfinale? Was ist das für ein Pokal-Halbfinale? Eieieiei. Schallenberg stark, Appelkamp kommt nicht durch. Tirode, kriegst du ihn? Ah! Nein, 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 Schallenberg, Nein, Müller! 5-5. Oh, Jan schläft. Müller macht die kurze Ecke auf. Asano mit dem 5-5. Schallenberg mit Tempo. Lassme. Lassme mit ganz viel Tempo. In der Mitte ist... Tirode gibt eine Ecke. Doppelwechsel bei den Schalkern. Kaminski, Hollerbach rein. Tirode angeschlagen. Oh, Jan. Lassme, 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 Kopf hoch, Kopf hoch, Kopf hoch. Und da ist das 6-5. Da ist das 6-5. Es ist Appelkamp! Es ist Appelkamp! Und die ganze Bank an der Eckfahne! Brian Lassme! Und Appelkamp haut ihn in den Winkel! Taktisches. Bitte nicht. Bitte nicht. Ja, 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 ja. Einfach nur raus, einfach nur raus, einfach nur raus. Letzter Angriff, Bochum. Nein, 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 Kaminski, kein Foul! Kein Foul! Und das Spiel ist vorbei! Ich kann nicht mehr, ich geh duschen. Ich geh duschen, Junge. Aus, aus! Das Spiel ist aus! Zum Glück hat der Kölner Keller da nicht rübergeschaut, ne? Boah, also kann man vielleicht auch pfeifen. Ich muss nachtreten. Ich muss in die PK. Ich danke Ihnen auch. Knappen Sieg eingefahren, am Ende nur mit einem Tor, aber es war ausschlaggebend. Wir haben hart trainiert. Tirode fällt 5 Tage aus. Ja, baldige Genesung. Alles gut. Tirode 2 Tore. Grandioser Auftritt. Vielen Dank. Boah, Junge. Weil der ist wahrscheinlich gegen Hamburg sogar wieder fit. Das ist halt auch so geil bei Simon Tirode. Der Mann spielt einfach alle 5 Tage gegen seine Ex-Vereine, weil der einfach schon überall unterwegs war. Turnierpreisgeld. 2 Millionen. Ja, und unsere Ziele sind gefährdet. Ja, ja, klar. Klar. Stehen im Pokalfinale, aber die Ziele sind gefährdet. Also, das ist wirklich ein Downer, Digga. Das ist wirklich, das ist ein Downer. Da, also, ohne Spaß. Gönn doch ein Derby im Pokalfinale. Es wäre das geilste gewesen aller Zeiten. Aber gegen Leipzig, Mann. Schönen guten Tag, Rammel hier, ja? Ach, Thorsten. Ultras Gelsenkirchen. Ja, natürlich. Wir arbeiten noch Hand in Hand, weißt du doch. Ja, war ein bisschen stressig im Pokal. Bei mir geht's auch schon leicht auf die Stimme. Aber was soll ich euch erzählen, ne? Was soll ich euch erzählen? Solche Spiele, das ist brutal, ne? Das ist brutal. Aber sonst so zufrieden alles oder was? Stimmt. Ah, ja. Okay, gegen Hamburg reist ihr mit oder was? Probleme mit der Stimme. Warum habt ihr Probleme mit der Stimme? Ihr kriegt es doch sonst immer hin. Ah, beim Training war ich nicht da, beim Spielerersatztraining. Was habt ihr da für eine Aktion gemacht schon wieder? Die Mannschaft heiß gemacht aufs Pokalfinale, okay? Schickst mir einen Link, ich guck mir das mal an. Die Ultras haben wohl irgendwie eine Aktion gehabt, keine Ahnung, Alter. Dass sie beim Training vorbeigeschaut haben und die Mannschaft heiß gemacht haben. Ich hör da mal rein. Was haben die denn gemacht? Was ist denn das? Ein Okay, okay. Ich hör mal rein. Okay.
Ich kann verstehen, dass sie da ein bisschen heiser geworden sind. Wir gehen mal rein in die News. Was sagt die Presse? Nahaufnahmen des Last-Minute-Tackles lassen Experten an der Entscheidung des Schiedsrichters zweifeln. Für mich ganz klar Ball. Ganz klar Ball, meiner Meinung nach. Man sieht doch auch, der ist umgeknickt. Muss ja nicht dahin laufen, wo der Kamenski hingrätscht. Bochum auswärts auf Schalke mit Statement zu Trainer Rüdiger Rammel. Wenn du kein ehrenloser P*** bist, wer dann? Stark. Stark, Jungs, stark. Stark, 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 stark. Er. Erster gegen Zweiter. Fährmann wieder in der Kiste. Schalke gegen Hamburg. Lassme, Startelf. Ah, Nagalo kriegt mal kleine Bedenkpause, Kaminski rein. Also wenn wir das gewinnen, sieht es sehr gut aus mit dem Aufstieg. Wenn wir es verlieren, ist Hamburg Meister. Terodde gegen seinen Ex-Verein, mal wieder. Boah, wir starten gut rein. Appelkamp. Es ist der Mann mit der 9 gegen seinen Ex-Verein, Simon Terodde. Simon Terodde, 1-0. 1-0. Digga, diesen Dompe mit der 27, den habe ich einmal so weggehatet in der Hinrunde. Aber der ist auch in der Karriere übertrieben krass, ne? Übertrieben viele Scorer, der Mann. Oh, Terodde. Ja, lass mal. Stark, stark, lass mir. Terodde! Simon Terodde! Mit dem 2-0. Digga, ich sage, die Hamburger, die sind betrunken. Ich sag, die Hamburger haben den direkten Aufstieg zu krass gefeiert. Die Hamburger spielen hier mit 40 Grad Fieber und einer Corona-Infektion. Hätte ich mal mein Maul gehalten. Hätte ich einfach mal mein Maul gehalten. Was auch immer du da versucht hast. Schön. Karaman, lass mir. Ojan. Boah, lass me. 17 Minuten noch. Hey, das wäre so ein geiler Sieg. Das wäre echt big, wenn wir Hamburg besiegen. Die haben, glaube ich, erst 2 Niederlagen die Saison. Boah, schön festgemacht, Polter. Lass me. Polter. Schade. Gib ne Ecke. Komm, Schallenberg. Seguin. Oh ja, Kopf nach oben. Kopf nach oben. Hollerbach. Hollerbach. Drexler. 3-1. Game over. Big, big points. Dominik Drexler, perfekter Konter, Hollerbach, stark, Übersicht von Seguin, aber auch strong gewesen. Let's go, let's go. Eigentlich kann ich Keke, ja, warte mal, kann ich Keke nochmal reinwerfen. Ich sorge jetzt dafür, dass Keke Top in dem Spiel einen Ballkontakt hat und das ist ein Tor. Immerhin, das mit dem einen Ballkontakt hat gestimmt. Ja, nehmen wir aber. Nehmen wir. Kleinen Christian Großmoment mit drin gehabt. Aber auch das kann passieren. Auch das kann einem Top-Trainer passieren. Wir können es einfach genauso machen, wie vor 2 Jahren, als Schalke aufgestiegen ist. Den Aufstieg im letzten Heimspiel klar machen. Gegen Paderborn. Niemals. Niemals. Die haben ein Spiel mehr, ja. Wir müssen halt jetzt unsere Pflichtaufgabe in Osnabrück erfüllen. Wenn wir in Osnabrück gewinnen, dann reicht uns gegen Paderborn sogar ein Punkt, glaube ich, oder? Ja, Tordifferenz ist viel besser. Aber wenn wir jetzt in Osnabrück verlieren, großes Problem. Oh nein, Spielerchat, nicht Drexler. Polter. Polter, Spitzenleistung. Lass mir, machst du gut. Come on, come on, come on. Ich brauche eine Terodde Masterclass. Nein, 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 nein. Fährmann, 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 Fährmann. Schallenberg, schön, lass mir, Terodde. Guter Ball, Uedraogo, Drexler. Digga, Simon fucking Terodde. Hat er die 30 jetzt eigentlich mittlerweile? Es ist komplett wild. Simon Terodde. Let's go. Boah, Junge. Boah, Junge. Chat, wenn wir das gewinnen, haben wir gegen Paderborn alle Karten bei uns auf der Hand. Appelkamp 02. Appelkamp 02. Das sollte es sein. Bitte zu 0. Bitte zu 0. Ecke nochmal. Wichtig. Wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. 2-0 Auswärtssieg in Osnabrück. Wir müssen gegen Paderborn gewinnen, dann sind wir sicher aufgestiegen. Hamburg choked übrigens gerade krass rein. Laie von Hollerbach endet. Ich weiß halt nicht, ob ich ihn fest verpflichten soll. Da müssen wir mal nächste Saison gucken. Flick auch gut entwickelt. Kuzuki 3 hoch. Sidi 4 hoch. Hekeren 2. Şalhanoğlu 2. Ja, stark. Stark, stark, stark. Ey. K.
Karl Becker, 2,1 Millionen wert. Haben wir hier ein neues Top-Talent am Start oder was? Auf die Jugend setzen, ja, ja, müssen wir ja, müssen wir ja. Der hat einfach auch 67. Karl Becker, wild. Also Jugend läuft bei uns. Der ist Rechtsfuß. Da mache ich aus dem aber einen rechten Flügel. Haben wir eine neue Flügelzange. ZOM, sagt ihr? Moment mal, ZOM. Kauf nicht Hollerbach, achte auf die Knabenschmiede. Das ist auch eigentlich so das Ziel. Wir wollen ja, ich meine, wir haben 293 Millionen Schulden. So viel Kohle wollen wir ja gar nicht ausgeben. Oh, Chat. Mods, Wette machen. Paderborn, Sieg, ja, nein. Wenn wir gewinnen, ist das der direkte Aufstieg. Erstmal auf die Pressekonferenz. Glückwunsch, Herr Rammel. Ihre Mannschaft hat eine tolle Saison gespielt. Ein Sieg fehlt noch bis zum Aufstieg. Schaffen Sie es in der Partie? Keine Frage, diese Saison steigen wir auf. Ich simuliere das Spiel, ja. Wer wird sich am Ende durchsetzen im Spitzenduell? Wir sind besser. Bam, Junge. Ansage. Terodde 28 Ligatore. Teuchert 18. Glatzel 18. Dompe 15. Serda bei Hertha 12 Tore gemacht. Skripski 11. Lassme 10. Kruse 9. Wir können direkt aufsteigen. Wenn wir das gewinnen, sind wir direkt aufgestiegen. Wird das das St. Pauli 2.0 Spiel? Ich hoffe nicht, weil das würde bedeuten, dass wir erstmal 2-0 hinten liegen. Das machen wir die ganze Saison. Und es nennt sich Ojan und Jalla. Und es ist Ojan und Jalla. Simon Terodde, Saisontreffer 39. 29! Simon Terodde! Schraubt sich hoch! Ball schlägt rechts oben ein! Guck's dir an! Guck's dir an! Guck's dir an! Das ist Qualität! Das ist Qualität! Rüdiger Rammel, Junge, weiter! Und alle PPGers, die zum ersten Mal einen Karrierestream schauen und nicht wissen, dass ich in der Simulation immer mal wieder die Standards trete, löscht euch, Digga. Scheiße Rumgeheule immer im Chat. Auf euch alle. Dann wettet halt nicht. Nervt mich nicht. Huidra Ogo. Schön, 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 schön. Simon! Saisontor Nummer 30! Digga, aber jetzt nicht den umgekehrten St. Pauli machen, okay? Nicht den umgekehrten St. Pauli machen. Nicht 2-0 führen und 3-2 verlieren. Simon Terodde hat 30 Saisontore. Drexler. Die Mannschaft ist komplett ready. Und es ist ein lupenreiner Hattrick von Simon Terodde. Warte mal, hallo, hallo. Ja, hier ist Rammel. Hat hier die erste Liga angerufen oder was? Ich bin drin. Ich bin drin, Junge. Ich bin drin. Also diese Mannschaft ist ja absolut ready für die erste Liga. Die sind ja absolut ready. Max Kruse im Schlamm. Ui, Draogo. Apelkamp. Ah, Terodde fast mit dem vierten. Digga. Digga, das ist zu krass. 32. Saisontor für Simon Terodde. Schalke 04 marschiert in Liga 1 mit Schritten, die so groß sind wie der Schlong von Brian Lassme. Es ist sogar Saisontor 33, glaube ich. Ja, 33 sogar. Ich gehe noch mal rein für die letzten 10 Minuten. Ich gehe noch mal rein. Letztes Heimspiel in Liga 2 die Saison. Und auch hoffentlich für immer. Oh, guck mal. Das ist der Roadrunner. Das ist Brian Lassme. Brian Lassme. Brian Lassme. Brian Lassme. Nein, ich wollte ihn auf die Rolle legen. Ich wollte ihm sein fünftes geben. Aber da kommt er noch mal. Da kommt er noch mal. Lassme. Nein. Und Chat, jetzt möchte ich, dass wir uns alle zusammen erheben und applaudieren für den 33-Tore-Mann, den Aufstiegshelden zum zweiten Mal, Simon Terodde. Er macht Platz für die Zukunft. Ein Wechsel, der mehr Bedeutung hat, als es vielleicht gerade scheint. Unser Top-Stürmer geht raus und unser zukünftiger Top-Stürmer kommt rein. Großen Applaus für Simon Terodde. Keke Top kommt rein. Und Rüdiger Rammel wäre nicht Rüdiger Rammel, wenn er nicht auch etwas in der Trickkiste drin hätte. Der ein oder andere. Vielleicht wird komisch. Huidra Ogo verlässt das Feld. Kaminski kommt rein. Und Henning Matriciani. Halt es durch das Stadion. Der Mann geht nach vorne. Rüdiger Rammel mit dem maximalen Disrespect. Auch sowas lernt man beim RCD Mallorca. Henning in den Sturm. Henning in den Sturm. Henning, Henning, Henning in den Sturm. Henning, nein, Henning. Lauf, Junge. Mit einer Ballrolle. Ah, geht alles. Nee, 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 geht auch nicht. Ah, Matriciani macht's wie gegen Bochum. Lauf. Wo ist Henning? Da ist Henning. Henning, Henning.
Nein! Es war nein! 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 Es war abseits! Nein! Aber Schalke 04 ist zurück im Fußball-Oberhaus. Der FC Schalke 04 ist direkt aufgestiegen und spielt nächstes Jahr wieder erstklassig. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Schalke zurück in Liga 1. Rüdiger Rammel hat es mal wieder geschafft. Viererpack-Terodde, Junge. Viererpack-Terodde. Hertha gewinnt gegen Rostock. Damit Paderborn safe in der Relegation. Hamburg hat wieder nur unentschieden gespielt. Junge, am Ende sieht es in der Liga so knapp aus. Also viel knapper, als es eigentlich war. Die haben wieder nur unentschieden gespielt gegen Pauli. Osnabrück, Magdeburg sind weg. Rostock kämpft noch mit Braunschweig, Elversberg. Ja, und noch ein bisschen mit Holstein Kiel, aber die sollten eigentlich... Der einfach 32 Hütten in 32 Spielen, das ist so geisteskrank. Das ist so krass. Der Mann hat einfach 38 Scorer in 32 Spielen. Linus Richter ist 16. Ernsthaft jetzt? Gab es jemals einen besseren Zeitpunkt, die Jugend reinzuwerfen? Ich sage nein. Nicht hochziehen, schlecht fürs Potenzial. Ernsthaft jetzt? Backt es dann rum oder was? Ja? Okay. Schade. Ab in FIFA-Starter-Team, sage ich nämlich auch. So, letzter Bundesliga-Spieltag. Ich werfe mal hier den Schneider mit rein. Hollerbach hat seine Verabschiedung bekommen. Der wird nicht spielen. Lassen wir mal die Jugend spielen. Und ein Versprechen, was ich gerne einlöse. Michi Langer darf ins Tor. Michi Langer darf in die Kiste. Da ist ja auch Rüdiger Rammel ein fairer Sportsmann, der auch mal Michi Langer in die Kiste lässt. So, ist scheißegal, wie wir hier spielen. Hauptsache, es verletzt sich keiner fürs Pokalfinale. Stark. Terodde. Appel kam. Terodde. Ja. Das ist jetzt Saisontreffer Nummer 33, meine Freunde. By the way, hat der Mann hier seinen eigenen Rekord und den Zweitligarekord gebrochen. Zweitligarekord waren, glaube ich, 30 Hütten. Oder war das, also es war... Terodes persönlicher Rekord waren 30 Hütten in der Aufstiegssaison mit Schalke vor 2 Jahren. Jetzt hat er 33. Auf jeden Fall eigenen Rekord gebrochen. 41. Sicher, dass es nicht so eine Bug-Anzeige war, weil das die 41 von Dings sind aus der Bundesliga? Oder bin ich lost? Appelkamp 0-2. 0-2. Ah, die Mannschaft ist in einem kompletten Rausch. Ha, lustig. Terodde 34. Ist das krass. Ist das krass. 34 Saisontore. Ja, Terodde, das ist halt so ein normaler Arbeitstag für den, ne? Der macht mal wieder einen Hattrick. Ja, klar. Nee, easy. Das ist Saisontreffer 35. Ich sag, der macht die 41 noch. Da ist er, Keke Top. Terodde. Das ist geil. Digga, das ist süß. Terodde auf Keke Top, das ist geil. Ohne Spaß, das ist geil. 0-5. Ohne Spaß, das ist cool. Dass einfach Terodde auf Keke auflegt, das ist geil. Und jetzt Keke auf Terodde. 0-6. Terodde mit dem Viererpack nochmal. Also so kann man sich dann auch mal aus der zweiten Liga verabschieden. Digga, krass. Das hat ehrlich so Messi-Ronaldinho-Vibes. So Vater-Sohn-mäßig. Michi Langer spielt zu Null, hat aber auch keinen einzigen Schuss auf den Kasten gekriegt. Und wir haben Rostock in die dritte Liga gepölt. Aber wirklich mit ganz viel Anlauf. Mit ganz viel Anlauf. Hertha gewinnt, Paderborn gewinnt, Paderborn in der Relegation. Aber das war ja vorher schon klar. Zweite Liga, gucken wir mal rein. Hamburg, haben die nochmal unentschieden gespielt? Es sind am Ende des Tages nur 3 Punkte auf Hamburg. Das ist so verrückt. Es ist so verrückt. Es sind 3 Punkte nur auf Hamburg. Und die waren zwischenzeitlich 16, 17, 18 Punkte vor uns. Wir haben 80 Tore geschossen. Beste Offensive der Liga, beste Defensive zusammen mit Hertha. Krass. Oh mein Gott. Dortmund ist punktgleich mit Leverkusen, aber Meister. Dortmund ist Meister. Leverkusen punktgleich auf der 2. Wegen 2 Tordifferenzdingern. München 3. Leipzig 4. Ja, City wird Meister. 10 Punkte vor Tottenham. Wobei, die haben noch ein Spiel offen. Digga, PSG hat tatsächlich noch ein Spiel verloren. Krass. 96 Punkte schlecht, sage ich. Neapel, Back-to-Back Meister. Krass. Inter nur eine Euroleague. Und Mourinho hat die Roma in die CL geführt. La Liga. Oh, Arnes. Aber ein Spiel noch offen. Barca 1. Alter, wie knapp ist es da oben? Atletico 72, Real 73, Barca 74. Champions League. Dortmund gegen PSG im Finale. Euroleague. Leverkusen gegen Juve. City gegen Juve geflogen. Conference League. Roma. Ja, ja, das ist der Mourinho-Wettbewerb. Gegen Ferencváros. Wir kriegen 22 Millionen durch die zweite Liga. Und wir machen eine Wette. Pokalsieg, ja, nein. Ich spiele selber gegen Leipzig. Digga, was haben die da für eine Truppe? Kampel, Schlager, Guardiol, Orban, Klostermann, Raum, Olmo, Silva, Werner. Borigo haben die. Boah, also das hier 60% auf Ja gehen. Digga, ich habe gegen Bochum so gestruggelt und da waren die Teams ungefähr gleich. Ich glaube, ich krieg wirklich einen Einlauf. Männer, wir machen eine Teamansprache. Männer, kommt zusammen.
Henning, du hast die Boombox von Sandro Lauper geerbt. Hört euch den Song an. Das ist euer Tag. Wir sind zurück in der ersten Liga und damit habt ihr euch in der Geschichte von Schalke 04 verewigt. Wir haben mit Simon Terodde den besten Zweitligatorwart, Zweitligastürmer aller Zeiten im Sturm. Mit Thomas Ojan den besten Standardschützen Europas und vielleicht von der ganzen Welt. Asan, ich möchte heute keine Spirenzken sehen. Ich möchte, dass du konzentriert spielst. Mach's dir nicht selber zu schwer und glaubt alle an euer Ziel. Und wenn keiner an euch glaubt, wenn alle sagen auf dieser Welt, die Schalker, die schaffen's nicht, das ist RB Leipzig, die spielen Champions League, dann sag ich, Rüdiger Rammel glaubt an euch. Wenn keiner an euch glaubt, wenn das Stadion buht, denkt daran, was ich euch gerade sage. Einer glaubt an euch. Spielt nicht für euch. Spielt nicht für das Geld und nicht für den europäischen Fußball, der im nächsten Jahr uns erwarten würde. Spielt für euren Stolz, für euer Herz, für das, was die Leute da draußen denken. Denkt daran, wer euch vor 2 Jahren ausgelacht hat. Denkt daran, wer euch auf euch gespuckt hat, wer gesagt hat, ihr spielt bei Schalke, ihr spielt in der zweiten Liga. Euch jagen die eigenen Fans ums Stadion. Denkt an diese Leute. Denkt an diese Leute, die Memes erstellt haben. Die WhatsApp-Sticker, die scheiß Twitter-Bilder. Den Kleinwüchsigen aus Herne, der euch jede Woche wegbeleidigt hat. Genau für die spielt ihr heute. Dass eure Familien in 20, 30, 40 Jahren sagen können, ich bin mit dem verwandt. Kennst du diesen Simon Terodde? Kennst du ihn, der damals eine Zweitligatruppe mit unterdurchschnittlichen Ambitionen gegen Rattenballsport zum Pokalsieger geschossen hat? Kennst du diesen Henning Matriciani, den Fußball Deutschland ausgelacht hat? Der zu einer Ikone geworden ist. Der Timo Werner, 90 Minuten lang. Alles, aber auch alles abgesaugt hat, der ihm beide Beine gebrochen hat, der aus Dani Olmo ein spanisches Schulkind gemacht hat. Männer, geht da raus und kämpft für euch, für eure Familien und für euren Namen. DFB-Pokalfinale. Schalke gegen Leipzig. Die Fans gehen ins Stadion, viele neutral gekleidet, weil natürlich, als RB Leipzig-Fan möchte man sich nicht präsentieren, weil das ist eine Schande. Aber die Schalke-Fans, die sind hier zahlreich vertreten. Es sind zu viel Leipzig im Stadion, bin ich ehrlich. Die rechte Seite ist komplett blau. Ich sage für Fußball Deutschland. Um das Ding geht's, Männer. Um das Ding geht's. Und das war unser Weg ins Pokalfinale. Ja, man kann darüber reden, dass Leipzig hier klarer Favorit ist, weil die Dortmund und Bayern rausgeworfen haben. Es ist ein Argument. Ist richtig. Thomas Ojan guckt wieder so, als würde er gerade, weiß ich nicht, Kreispokalfinale spielen und nicht DFB-Pokalfinale, aber es ist okay. Das ist unsere Startelf. Brian, lass mir von Anfang an. Anders als im Halbfinale. Wir brauchen direkt Tempo. Willi Orban, Gulaschi, mit den Haaren frisch eingeflogen aus der Türkei. Den Kontakt will er wohl Henning Matriciani nach dem Spiel weitergeben. Aber Rüdiger Rammel hat sein Veto eingelegt. Henning bleibt so, wie er ist. Leipzig stößt an. Boah, Schallenberg, wichtig, wichtig. Selbstvertrauen holen, Männer. Und gar kein Stress, abdrehen. Lass mir ganz stark Henning mit ins Spiel holen. Seitenwechsel. Klasse. Boah, Uidra Ogo, ganz stark. Karaman. Und Tempo aufnehmen. Kenan Karaman, Tempo aufnehmen. In der Mitte ist ein Terodde. Den kannst du immer anspielen. Uidra Ogo, Konter, Karaman. Nee, Appelkamp. Oh, das lass mir. Das lass me. Spiel auf lass me. Lass me. Mach den Motor an, lass me. Ganz hinten ist Appel. Nein. Terodde. Nein. Egal, dranbleiben. Schallenberg, dranbleiben. Druck machen. Thomas Ojan. Oh, Appelkamp liegt am Boden. Ich glaube, Appelkamp ist verletzt. Das wäre ganz bitter. Oh, und das ist noch bitterer. Matriciani. Henning Matriciani. Uidra Ogo klatschen lassen. Und bring ihn. Terodde. Boah. Oh, Jan mit der Ecke. Vor der Schalker Kurve. Kommt nochmal zurück. Oh, Jan. Schalke überlegen in der Anfangsphase. Lass me! Brian, lass me! Das ist unfassbar, wie schnell der ist! Lass me! Karaman! Boah, es war aber ein Foul-Schiedsrichter! Guck dir das mal an, wie die hier reingehen! Ey, Digga, das ist schwieriger als Weekend League, ich bin ehrlich zu euch.
Müller raus, Müller raus, Müller raus! Er drückt mir einen Schjubel. Oh, ah! Oh. Halbzeit. Leipzig führt im Pokalfinale mit 0-1. Drechsler für Appelkamp. Ja, oh, Werner hat Matriciani eingeschult. Ah! Ich brauche einen Kompass. Stark, Henning. Lass mir. Lass mir. Bitte. Bitte, 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 bitte. Bitte. Peter Gulaschi. Oh, Jan mit dem Standard. Terode! Simon Terode! Schalke ist zurück. Boah, Junge, diese Ecken kommen wie Kanonenkugeln. Oh, Jan und Terode. Finde mal eine bessere Liebesgeschichte. Gulaschi gerade noch gehält gewesen. Hier kann er nichts machen. Oh. Terode, aus der Distanz. Oh. Nein. Nein. Ja. Oh, lass mir. Lass mir. Lass mir. Bitte. Domme Drechsler, bitte doch nicht im Pokalfinale. Digga, doch nicht im Pokalfinale. Nein, 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 nein. Nein. Nein, 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 Müller, bitte, bitte, nein, 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 nein. Nein! Boah, es ist halt überragend gespielt. Es ist halt überragend gespielt. Boah, was mache ich? Was mache ich? Okay, get up. Volle Offensive. Volle Offensive. Alter, Alter, was spielen die da? Yo, 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 yo! Stark, Nagalo, komm. Oh, Jan, komm, 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 komm! Fünf Minuten. Nein, 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 Werner. Mitte zu, nein! 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 Oh, der Fußball hat verloren. Der Fußball hat verloren. Komm. Komm, 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 komm! Komm, 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 komm! Nein! Ja! Ja, hol den Ball! Hol den Ball, hol den Ball, hol den Ball, hol den Ball! Hol den Ball! Komm, Junge! Komm, Junge! Terode Doppelpack im Pokalfinale. Komm, 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 komm! Und Druck. Druck, 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 Druck! Ja, 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 ja! Nein! Leipzig ist Pokalsieger. Boah, ich kann mir das nicht angucken. Das kann ich mir nicht angucken. Boah. Digga, ist das gekauft. Boah, ist das ekelhaft. Da jubeln sie. Die sind dreimal in Folge Pokalsieger. Guckt euch das an. Boah, nee. Boah, nee, ehrlich. Nee, nee, nee. Jetzt muss ich hier ehrlich ein Interview führen. Ah, Appelkamp 3 Monate verletzt. Appelkamp 3 Monate verletzt. Ja, perfekt. Ah, nee, perfekt. Ah, tolle Leistung von Terode. Ja, piss dich. Oh. 3 Millionen Preisgeld. Appelkamp 3 Monate verletzt. Digga, Simon, halt's Maul, Mann. Was ist denn los? Digga, der Fußball hat er wirklich komplett verloren. PSG gewinnt die Champions League, RB Leipzig den Pokal und auch Digga, es ist einfach komplett Vizekusen reloaded.
Bayern 04 Leverkusen hat innerhalb von einer Woche 2 Titel verspielt. Leverkusen ist punktgleich mit Dortmund Zweiter und hat die Euroleague verloren. Der ganze deutsche Fußball wurde innerhalb von 14 Tagen eingerissen. Ja, Hauptsache Rimmen ist von Union Berlin, ist Spieler der Saison in der Champions League geworden. Ja, dann. Ah, AS Rom hat laut EA Sports auch die Champions League gewonnen. Ja, das sieht ja super aus. Nee, wirklich auch. Cool, dass dieser Bug schon behoben worden ist. Gott, Digga, der Fußball liegt in Scherben. Appelkamp hat sich ein Zeh gebrochen. Ey, aber der Vorstand ist zufrieden, Chat. Seht ihr? Vorstand mag mich wieder. Akzeptabel. Oh Mann, es ist halt so schade. Es ist so schade. Wir hatten halt echt die Chance, Pokalsieger zu werden. Das bricht mich halt voll. So, wir müssen jetzt gleich erstmal scouten. Da ist er. Unsere Goldkarte. Henning Matriciani, unsere Goldkarte. In Verteidigung eigentlich top, ne? Vor allem halt auch jung. Nagalo Matriciani, 74, 75, kann man schon mal machen. So, bezahlen wir mal 4 Millionen ab, oder? Ich würde sagen, das machen wir doch nochmal. 4 Millionen weniger Schulden zum Abbauen. Waren es nur noch 289 Millionen. Ey, warte mal. Was noch ganz wichtig ist, wer hat eine Relegation gewonnen? Lol, Bochum ist noch direkt drin geblieben. Augsburg ist auf die 16 gerutscht. Und Augsburg gewinnt die Relegation gegen Paderborn. Krass. Augsburg drin geblieben. Ey. Und Rostock direkt runter. Wir haben halt Rostock wirklich mit dem 6-0 komplett in die dritte Liga geschickt, ne? Dresden ist wieder oben. Die Tabellen haben sich verändert. Eigentlich war Bochum Relegation. Hä? What the fuck? Was ist das denn? Was ist denn das für eine Scheiße? Was ist das denn für eine Scheiße? Hä? Digga, was ist... Also EA Sports, ich bitte euch. Wie schlecht ist das denn? Wow. Ja, F in den Chat für Dortmund. Was ist das denn für ein Scheißbug? Also das ist ja komplett rigged. Und einfach Stuttgart jetzt abgestiegen. Ja, ist jetzt hier alles anders, oder was? Dritte Liga. Das ist gleich geblieben. Premier League. Ja, perfekt. Tottenham doch Meister geworden. City wird Achter. Ach so. Ach so, ja klar. Natürlich. Ja, auf jeden Fall. Auf einmal Luton Town 24 Punkte doch abgestiegen. Ach, Digga, das ist ja Turbo-Wack EA Sports. Also das ist ja komplett scheiße. Also das ist ja wirklich komplett scheiße. PSG wird halt trotzdem mit einer Niederlage Meister. Serie A wird auf einmal Juve Meister und nicht Neapel. Ach Mann, ist das wack, EA. Also, Digga, das Spiel ist wie lange draußen? Ja, Real Betis wird Zweiter, Real Madrid wird Sechster. Nee, klar, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Na, immerhin bleibt Mallorca drin als Zwölfter. Das ist ja richtig schlecht. Das ist ja richtig schlecht. Digga, das ist aber der klassische Mourinho, ne? Was habe ich gesagt? Sein Wettbewerb, Conference League, er gewinnt einfach im Elfmeterschießen gegen Ferencvaros. Klassiker, Klassiker. Dann scouten wir mal ein bisschen rein hier von den Absteigern. Dann scouten wir mal bei Stuttgart. Boah. Girassi als neuen Stürmer? Die sind ja abgestiegen jetzt. Sag ich euch, er ist hier noch verliehen. Könnte man sich mal überlegen. Boah, Bona Sosa wäre halt heftig, ne? Aber eigentlich sind wir damit Ojan gut besetzt. Wagnermann vielleicht für die rechte Seite? Was ist denn mit Kleindienst, Alter? Jo. Vielleicht Kleindienst? Wäre echt ganz geil. Kleindienst wäre super. Also wir müssen auf jeden Fall, sage ich, im Zentrum was holen. Wir müssen in der Verteidigung was holen, weil wir können nicht mit Matriciani, Nagalo und Kaminski nur reingehen. Und wir brauchen also, der Königstransfer muss ein Stürmer und ein Flügel sein. Stürmerflügel. Weil mit Terodde spielen wir nicht erste Liga. Den Fehler machen wir nicht. Terodde wird unser Edelreservist sein, unser Edeljoker. Ich denke mal, Polter wird uns verlassen, gehe ich fest von aus. Keke Top müssen wir schauen. Ich denke mal, wir werden ihn dann eher verleihen, wenn wir erste Liga zocken. Hollerbach wird uns verlassen. Ja. So, Scout-Abschlussberichte. Ey, Chat, ich glaube, den nehme ich aber ehrlich mit. Ablösefrei Jackson Irvine. Dann haben wir halt wirklich nochmal einen geilen Allrounder. Der kann 6, der kann 8 spielen. Ablösefrei, dann haben wir da schon mal zu. Sage ich euch ehrlich. Finde ich geil. Finde ich ehrlich geil. Weil wir sind ja mit Seguin, Schallenberg, Uedra Ogo da stabil aufgestellt. Wir brauchen ja jetzt keinen neuen Nummer 1 Spieler. Das finde ich eigentlich geil. Cedric Teuchert, 72. Ja, weiß nicht, ob das Erstligamaterial ist. Muslia finde ich nicht uninteressant, Alter. Vor allem, der ist auch nicht langsam. Von Paderborn, Muslia. Hat er auch gut geballt in der zweiten Liga. Oh, ey, Chat. Marco Richter von der Hertha? Die sind nicht aufgestiegen. Marco Richter wäre auch ein Call. Luke Bakio hat halt viel besseres Rating, aber der hat halt, Digga, den hole ich nicht. Der hat in der Zweitligasaison, er hat 4 Scorer gemacht. Auf Wiedersehen. Also, wenn ihr hier das YouTube-Best-of seht, könnt ihr auch übrigens sehr, sehr gerne Kommentare schreiben, wen ihr holen wollen würdet. Aber ich würde sagen, wir machen einen Transfer für die nächste Saison schon mal perfekt. Ich hab Bock auf Jackson Irvine. Den will ich haben. Das wäre ein geiles Ding. Jackson Irvine ablösefrei würde ich fühlen. Come on. Guck mal, was er haben will. Rolle im Kader wichtig. Können wir ihm eigentlich sogar geben, weil der wird ja seine 15, 20 Spiele machen. Der wird jetzt kein Stammspieler sein. Ich mache mal Rotation als Gegenangebot, aber ich denke mal, der will wichtig haben. Aber der wird ja zocken. Vertragsdauer 2 Jahre ist eigentlich auch, können wir auch machen, 2 Jahre für einen 30-Jährigen stabil. Passt. Freigabesumme brauchen wir nicht. Ach, guck mal.
Ach, Digga. Das ist ja ein entspannter Vertrag. Für 15 Tore 190.000. Easy. Einstiegsbonus 55.000. Der Mann will sich einen Benzer holen. Digga, dann machen wir aus den 55.000 Einstiegsbonus 50.000 und dann können wir das Ding spruchreif machen. Ey, machen wir spruchreif. Jackson Irvine, ablösefrei zum FC Schalke 04. Chat, wir haben unseren ersten Neuzugang für die kommende Saison fix gemacht. Geil, Alter. Richtig nice. Vor allem halt auch Gehalt übel entspannt. 8.500. Ja gut, die anderen Scout-Dinger laufen ja noch. Ich glaube, dann können wir die Saison beenden. Der Schalke 04-Vorstand hat zum Saisonende eine Bewertung der Vereinsleistung vorgenommen. Auch wenn wir nicht alle Ziele erreichen konnten, sind wir doch überzeugt, dass es insgesamt eine zufriedenstellende Saison war. Wir hoffen, nächste Saison noch besser abschneiden zu können. Also nach wie vor der richtige Mann für diese Aufgaben. Wir freuen uns darauf, in der kommenden Saison mit Ihnen zusammenarbeiten. Mit freundlichen Grüßen, der Vorstand. Kuss, Kuss. Schröder, Hechelmann, ihr und ich. Diesen hier. Ui, ah, guck mal, da ist er doch direkt. Unser Neuzugang. So beginnt die neue Saison. Jackson Irvine. Herzlich willkommen im Ruhrgebiet. Herzlich willkommen auf Schalke. Digga, oh mein Gott, diese Firma. Oh mein Gott. Er hat gerade kurz die Real Madrid-Trikot hochgeladen. Ich kann's nicht mehr. Digga, diese Firma, ich kann es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr. Bitte macht daraus einen Clip und lade den hoch. Ich kann es nicht mehr. Ey, wir machen Vorbereitung in Italien, Freunde. Da gibt's 2,65 Millionen zu holen. Ab nach Italien. So, neue Saison, neues Glück. Wir spielen gegen Empoli, Las Palmas und Salernitana. Digga, ist der Kader stacked. Ist der scheiß Kader stacked. Ist das krass. Erhöhe den Vereinswert über Spielerverkäufe und Wettbewerbspreisgelder um 15%. Verpflichte 3 Spieler in der Jugendakademie-Position Verteidiger. Verpflichte mindestens 3 Spieler unter 20 Jahren mit einem Potenzial, das den Durchschnittsgesamtwert der aktuellen Position, des aktuellen Spielers auf der entsprechenden Position überschreitet. Okay. Erreiche 10 Spiele ohne Gegentor in der Saison. Ja, chillig als Aufsteiger, klar. Verpflichte 1 Spieler mit der Schlüsselspielerrolle oder einer wichtigen Rolle zur Stärkung des Teams. Okay. DFB-Pokal. Ja, Mittelfeldplatz belegen. Chillig. Nee, entspannte Voraussetzungen. Dann das erste, was wir machen für die neue Saison, wir ziehen unsere beiden Supertalente hoch. Und das ist Andreas Meier, 16 Jahre, 64er Rating, 93 bis 94 Potenzial, kriegt einen Profivertrag. Und Linus Richter, 91 bis 94 Potenzial, 68er Gesamtrating, kriegt auch einen Profivertrag. Kriegen beide einen Profivertrag für die neue Saison. Aber wir werden halt echt ausmisten müssen. Ich weiß nicht, wie viel Budget haben wir? Das kann ich ja, glaube ich, hier mal gucken. Wir haben 37 Millionen Budget. Also wir werden auch noch einiges verkaufen, aber ich werde ganz, ganz viele Schulden auch damit abbauen. Aber wir werden richtig ausmisten müssen. So, Freunde, wenn ihr dieses Karrierevideo gefeiert habt, es wird ein absolutes XXL-Best-of gewesen sein. Lasst safe ein Like da. Mittwoch ist der nächste Karrierestream. Unbedingt vorbeischauen. Gerne eskalieren. Es war geisteskrank, was abgegangen ist. Ich hoffe, ihr habt es mindestens genauso gefeiert wie ich. Eskaliert ihr mit den Likes auf diesem wunderschönen Karrierevideo. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und Mittwoch einschalten zum nächsten Karrierestream. Wichtig und richtig. Da gehen wir rein. Also Abfahrt. Geile YouTube-Abmoderation.